Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal und willkommen zum Tippspiel des 32. Spieltags. Hier wieder mit Onkel Uwe. Seid gegrüßt. Und wir werden heute natürlich wieder tippen. Es sind nur noch 3 Spiele, also die Saison geht nicht mehr lange. Nur noch 3 Wochen, wenn man es so sehen will. Und wirklich alles ist noch offen, bis auf 2 Sachen. Denn das hat sich jetzt schon am letzten Spieltag erwiesen. Hannover 96 ist nun abgestiegen. Das steht fest. Und gleichzeitig hat auch Ingolstadt den Klassenerhalt geschafft. Also diese 2 Sachen stehen fest. Das internationale Geschäft ist doch offen. Meisterschaft ist in dem Sinne auch noch offen. Aber ich denke, das kann sich jetzt auch am 32. Spieltag entscheiden. Vielleicht werden wir gleich mal drauf kommen. Und natürlich ist der Abstiegskampf, finde ich, eigentlich das Thema jetzt zum Ende hin, weil wirklich viele Vereine kämpfen noch um den Klassenerhalt. Frankfurt hat wieder Hoffnung, Werder Bremen auch jetzt sehr bitter die Niederlage gegen den HSV. Augsburg ist auch immer noch unten, genauso wie Hoffenheim, die verloren haben. Stuttgart sowieso, habe ich jemanden vergessen, Darmstadt auch. Also viele Vereine kämpfen noch um den Abstieg. Wir wollen aber jetzt erstmal uns um die Freitagsbegegnung kümmern, die auch schon mit dem Abstieg zu tun hat, und zwar Augsburg gegen Köln. Köln hat auch schon, wenn man es so sehen will, den Klassenerhalt rechnerisch. Und Augsburg empfängt jetzt halt Köln. Und Augsburg hat, jetzt muss ich auch nochmal gucken, 3 wichtige Punkte geholt in Wolfsburg. 2-0 und gleichzeitig auch ein Rekord. Das schnellste Tor, wenn ich mich nicht irre, dieser Saison. Nach 46 Sekunden war es Finn Boaksson mit dem 1-0 nach einem Einwurf. Und Köln hat 4-1 gewonnen, womit ich nicht gerechnet hätte gegen Darmstadt. Hättest du damit gerechnet? Moment so. Ja, Augsburg-Köln. Augsburg schätzt sich natürlich stark ein. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass sogar Köln gewinnen könnte. Ich glaube aber eher, das wird ein torreiches Remis 2-2, sag ich mal. Ach ja, stimmt. Und bevor du deinen Tipp abgibst, kannst du noch überlegen. Der letzte Spieltag habe ich ganz vergessen. Da habe ich sage und schreibe 11 Punkte geholt. Ich glaube, das erste Mal in der Rückrunde, dass ich eine 2-stellige Punktzahl geholt habe. Und Uwe 7 Punkte. Also im Moment haben wir doch schon einen kleinen Lauf. Und ich glaube, ich habe auch nur gewonnen am letzten Spieltag mit den Punkten, weil ich auf Bremen richtig getippt habe. So wird es sein. Ja. So, aber deine Prognose, dein Tipp? 2-1. Für Augsburg? 2-1, okay. Gut, nächste Begegnung, vielleicht meisterschaftsentscheidend. Bayern empfängt Gladbach in der Hinrunde. Da habe ich ja sogar ein Special rausgebracht an diesem Tag. Da hat ja Gladbach 3-1 gewonnen. Und Bayern könnte jetzt die Meisterschaft perfekt machen mit einem Sieg. Gladbach hat aber jetzt doch Hoffnung herausgeholt, gegen Hoffenheim 3-1 gewonnen und kämpft um die Champions League noch, ob jetzt direkt oder halt Quali, beziehungsweise Playoff eher. Ich glaube aber, dass Bayern gewinnt, wenn auch knapp 2-1. Standardtipp. Okay. Gudi, nächste Begegnung, auch wieder meisterschaftsentscheidend. Und auch ein Verein, der sich, wenn man es so will, aus dem internationalen Geschäft verabschiedet. Wolfsburg, diese Saison bis ins Viertelfinale der Champions League gekommen. Fast ja sogar bis ins Halbfinale. Und nun heißt es Adieu Europa League und auch Adieu Champions League. Man ist im Moment sogar auf dem 10. oder 11. Platz, genau weiß ich es nicht, also richtig weit unten in dem Sinne. Jetzt soll auch ein Umbruch nächste Saison stattfinden, mal sehen, ob es was bringt. Ich schätze Dortmund stärker ein und tippe da 2-0. Darmstadt-Frankfurt,
Beide kämpfen um den Abstieg. In der Hinrunde hat Darmstadt 1-0 gewonnen. Darmstadt 2-0 verloren. Frankfurt hat neue Hoffnung geschöpft. Ein Last-Minute-Sieg noch in gegen Mainz. Ich schätze Frankfurt demzufolge stärker ein. Darmstadt spielt aber auch zu Hause. Ich tippe aber 0-1. Ich glaube, Frankfurt gewinnt knapp 0-1. 1-1. 1-1. Jawohl. Mensch, du hast ja einfach nur deine... Falls ihr fragt, was das war, es gewittert hier in Bremen. Es gewittert, es blitzt und donnert. Und es hat sogar schon heute geschneit. Geschnien? Geschneit. 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 Was denn? Aprilwetter. Wir haben noch April. Ja, Aprilwetter. Das wird wieder besser. Ja. Vom Wetter sprechen wir jetzt besser zum Wochenende. Hoffentlich. Ja, haben sie gesagt. Also das denke ich auch schon. Da haben wir schon Mai. Also nicht, falls ihr euch wundert, was das für Geräusche sind. Also das ist nur das Wetter. Aber selbst ich habe mich nur ein klein wenig erschrocken und habe gedacht, was ist das denn? Jo. Mainz gegen Hamburg ist auch die nächste Begegnung am Samstagnachmittag. Mainz hat 3-1 im Hinspiel gewonnen. Mainz, jetzt zuletzt gegen Frankfurt verloren. Davor hat man auch verloren, also ein Trend nach unten. Und gegen Hamburg wird es auch schwer, die ja jetzt auch gewonnen haben gegen Bremen im Nordderby. Okay. Ich glaube aber, das wird ein Remis und sag 1-1. Das ist ein guter Tipp, könnte passieren. Das ist ein guter Tipp. Ja, ich tippe unentschieden. 1-1 bei 2-0-0. Ne, 1-1 tippe ich mal. Ich will das mal nicht zu hoch einsetzen. Okay. Nächste Begegnung, Hoffenheim-Ingolstadt. Hoffenheim kämpft auch noch um den Abstieg. Ingolstadt hat den Klassenerhalt. Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle, habe ich eben gar nicht erwähnt. Schwer zu tippen, finde ich. Ingolstadt hat nochmal wie gespielt. Die haben gewonnen, glaube ich, war es jetzt gegen Hannover. Oder unentschieden. Ich glaube, das könnte wieder ein Unentschieden werden. Und tippe jetzt einfach mal in dem Sinne ganz optimistisch 0-0. Ich sag mal 0-0. Bin ich mal gespannt. Könnte sogar ein torloses Remis werden, um ehrlich zu sein. Das ist für 1-0. 1-0 für Hoffenheim? Du weißt aber auch, was das bedeutet, wenn du 1-0 tippst und das auch eintrifft, oder? Kommt ja gleich drauf, man sieht schon sein Lächeln. Nächste Begegnung. Hannover gegen Schalke. Hannover sicher abgestiegen, Schalke kämpft noch um die Europa League. Ich glaube auch, dass Schalke sich knapp durchsetzt. Obwohl, tippe 2-1 Schalke, also 1-2. 0-1. Top-Spiel der Woche. Oh. Wird ausgetragen zwischen zwei, die um die Champions League spielen. Oh. Platz 3 empfängt Platz 4. Leverkusen empfängt somit Hertha BSC im Biren-Top-Spiel. Hinspiel hat Hertha 2-1 für sich entschieden. Und die Ausgangslage ist so, dass Leverkusen eine bessere Formtabelle hat als Hertha. Die letzten Spiele hat Leverkusen gut gespielt, von Platz 8 bis auf Platz 3 hochgekämpft. Hertha dagegen schwächelt, von Platz 3 ist man ja jetzt auf 4 gerutscht. Wird sehr schwer aus Berliner Sicht gegen Leverkusen. Ich glaube aber, es wird ein Unentschieden und tippe einfach mal 2-2 wieder. 2-1. 2-1 Leverkusen. Wieder schönes Gewitter. Und mit diesem Abschluss, wenn man es so sehen will, mit diesem Gewitter hier, kommt die erste Montagsbegegnung, sprich heute in einer Woche, findet hier im Weserstadion die Begegnung Bremen gegen Stuttgart statt. Also es gibt keine Sonntagsbegegnung, gleich eine Montagspartie. 1-1 für das Hinspiel. Jetzt möchte ich dich mal hören. Jetzt bist du hier mal in dem Sinne der Experte, der mal ein bisschen Fakten zusammenredet. Was meinst du, Bremen? Stuttgart. Also ich ganz klar tendiere zu Bremen, obwohl der
HSV schlecht gespielt haben. Ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, gehe ich davon aus, dass sie gegen Stuttgart gewinnen. Da gibt es auch keine Frage. Die brauchen die Punkte. Die Punkte hätten wir normalerweise jetzt auch schon gegen HSV haben müssen. Aber ich gehe ganz klar davon aus, dass das dass Werder gegen Stuttgart gewinnt. Ganz klar. Was macht dich das so sicher? Weil wenn man es so sehen will, da kann ich jetzt mal Fakten ein bisschen nennen. Ja, die letzten Jahre waren es immer in der Rückrunde zumindest Niederlagen für Bremen gegen Stuttgart. Sowohl zu Hause als auch auswärts, aber insbesondere auswärts. Ich erinnere, glaube ich, das war die Saison 2010, 2011, da hat Bremen zweimal gegen Stuttgart verloren. Einmal 5-0 und ich glaube einmal 6-1, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall einmal richtig hoch und einmal auch so in dem Sinne. Also auswärts ist man besonders schwach gegen Stuttgart. Zu Hause eher ausgeglichen, da holt man eher nur Remis. Man hat lang keinen Sieg mehr gegen Stuttgart zu Hause gemacht. Wir haben auch schon gegen Stuttgart gewonnen. Ja, aber das ist schon ein paar Saisons her. Also vor, ich glaube, der letzte Sieg im Weserstadion, wenn ich mich nicht irre, genau weiß ich es nicht, um ehrlich zu sein, glaube ich, war aber 2009, 2010. Ja, was denn? Aber die haben doch gewonnen, war dann noch viel Trainer. Der ist doch schon noch nicht so lange weg bei Stuttgart. Ja, okay, da auch noch zu Hause. Das muss das ja, okay, 2013 gewesen sein, wenn ich mich rechne. Nee, das war ja, letzte Saison. Ja. Da waren wir nämlich im Stadion, stimmt, habe ich ganz vergessen. Das ist so, letzte Saison war ja. Okay, aber abgesehen jetzt von dieser einen Begegnung, ist man zu Hause. Doch, das war ja doch 2012, 13. Jetzt ist er 14. Nee, warte mal, kommt nicht hin. Nee, die 2014, 15. Genau, 14, 15, korrekt. Wir haben 2016. Und zwar war das im Oktober. Korrekt. Ja. Da, im Oktober, da war das Topspiel. Ja, das war da, genau. Müsst ihr mal auf Instagram schauen, ich glaube, da habe ich Bilder das, hochgeladen. Da war das. The Only Poll 1 heißt ich da im Übrigen. Link ist unten in der Beschreibung. Stimmt, aber abgesehen von dieser Begegnung davor zu Hause ist man gegen Stuttgart relativ schwach. Ja, gut. Im Moment ist Werder ja gegen alle Gegner relativ schwach. Wenn man das so sieht, mal haben sie wieder, spielen sie immer wieder besser, dann spielen sie wieder schlechter. Da kann man ja nicht werten, das kann man nicht werten. Also das ist einfach so. Im Moment ist das, ich glaube, das ist einfach nur Tagesform abhängig bei den Jungs. Ja. Dass man so nennen darf. Darauf kann man nicht ganz schwer tippen. Dein Tipp. Aber ich tippe trotzdem 2-1 für Werder. Weil ich tippe, jetzt habe ich auch auf Werder getippt, das tippe ich jetzt wieder. Ist auch so. Und ich will es jetzt wirklich neutral sehen. Stuttgart und Bremen, beide kämpfen um den Abstieg. Wer da wirklich gewinnt, landet wirklich Big Points. Also es war auch schon gegen Hamburg so, jetzt für Bremen, es war auch schon gegen Augsburg davor so. Stuttgart hingegen hat wirklich eine Formtabelle, die auch nach unten geht. Bei Bremen ist sie in dem Sinne zwar auch nach unten, aber auch konstant in dem Sinne. Man verliert zwar, aber man hat sich zum Beispiel im Pokal gegen Bayern gut präsentiert und ist immerhin bis ins Halbfinale gekommen. Der letzte Sieg war, da muss ich jetzt selbst mal eben schauen, wann hat Bremen denn das letzte Mal gewonnen und welche Mannschaft war das? Schaue ich einfach mal eben. Ja genau, gegen Wolfsburg zu Hause hat man gewonnen vor 2 Wochen. Ja, ich muss überlegen. Achso, ja, deswegen kann man auch schlecht tippen. Ja, das ist wirklich schwer zu tippen. Wenn man dann nach der Statistik gehen würde, müsste man natürlich sagen, fast gegen Werder tippt man auch unentschieden. Ja, ich überlege 1-1 oder 2-1. Danach kann man bei Werder aber nicht gehen, nach einer Statistik. Also, folgendes. Spielen so und so. Ich kann mich noch an eine Begegnung erinnern, das war jetzt nicht gegen Stuttgart bei Bremen, aber das war so, jetzt muss ich noch mal überlegen, gegen wen war denn das nochmal? Boah, das war auf jeden Fall in der Saison 2011, 2012. War das gegen Köln? Ich glaube sogar, das war gegen Köln. Man hat nämlich 2-0 zur Halbzeit zurückgelegen und dann hat man noch 3 Tore geschossen. Weil ich bin nämlich kurz davor, 3-2 sogar zu tippen. Aber ich glaube, das ist aus Bremer Sicht vielleicht zu hoch, 3 Tore zu tippen aktuell. Ich glaube, mehr als 2 würde ich nicht tippen. Und da Stuttgart jetzt auch gegen Dortmund nicht so gut gespielt hat, muss man ja sagen, auch zu 0 ja verloren, also man hat ja auch kein Tor geschossen. War
ist schwer zu tippen. Ja. Aber ich glaube, ich schließe mich da an, komm, ich tippe auch. Schwer. Ich tippe ebenfalls 2-1 auf Bremen. Okay. Das können wir so einloggen. Also, 32. Spieltag, zwei Sachen sind entschieden. Wie gesagt, Ingolstadt, Glückwunsch hier an den Klassenerhalt. Und Hannover ist abgestiegen. Ja. Mal sehen, ob jetzt vielleicht der nächste Absteiger feststeht, wenn Bremen und Hoffenheim und Augsburg gewinnen sollten und auch Darmstadt, sagen wir jetzt einfach mal, dann kann es nämlich womöglich sein, dass Frankfurt vielleicht als nächster Absteiger feststeht und dann geht es auch um die Relegation. War ja sogar in der Saison 2010-11 so, damals ja glaube ich mit Gladbach, da war es ja genauso, dass die ja noch Relegation geschafft haben und obwohl sie ja auf dem 17. waren und sich ja dann gerettet haben gegen Bochum. Wie gesagt, aber das war es jetzt erstmal mit dem Tippspiel. Jetzt am Sonntag freut euch auf ein Special. Uns beide seht ihr dann nächste Woche Montag wieder beim Tippspiel. Und dann mal schauen, wie da die Tabellenkonstellation ist. Was sich verändert hat, wer vielleicht weiter oben steht, wer vielleicht abrutscht auch. Ja. Genau. Ob das entscheidend ist. Ich finde besonders die Partie halt Bremen-Stuttgart und Leverkusen-Hertha sind entscheidend für diese Teams, wo es nächste Saison hingeht. Wir sind gespannt und hoffen auf jeden Fall auf schöne Tore und auch jetzt Champions League steht ja auch an. Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wir sehen uns.